Jetzt kommt der entscheidende Moment. Schwarz könnte richtig heftig krass aussehen. Okay, oh mein Gott, Leute, man sieht einfach jetzt gerade schon die ersten Ergebnisse in den ersten paar Sekunden. Es sieht richtig heftig aus. Ich zeig's euch jetzt mal. Okay, so, es wäre ja nicht eines meiner Videos, wenn nicht irgendwas schief gehen würde. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute mal aus einer ganz anderen Umgebung, die ich so auf YouTube, glaube ich, noch nie so krass als komplette Video-Umgebung hatte. Ihr seht neben mir hier mein bester Freund, der Eimer. Nein, Spaß, es ist einfach nur so ein Putzeimer, den ich mir hergeholt habe und ein bisschen höher gestellt habe. Ich habe heute ein relativ random Shirt an, einfach so ein Fliederfarben. Das habe ich mir heute Morgen ganz spontan gekauft. Und dazu habe ich mir noch ein schwarzes Oberteil gekauft. Ihr habt schon im Titel gesehen, ich werde heute ein bisschen was mit DIY machen. Es gibt nämlich so viele TikToks, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die sich um dieses Tie-Dying, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich glaube, aber es heißt so, halt eben diese Batik-Optik, die man selber eben bleacht in irgendwelche Shirts drehen. Also es ist richtig krass, wie viele TikToks es da gibt. Und dann dachte ich mir, ey, warum probierst du es nicht selber einfach mal aus? Ich hatte so Bock, deshalb habe ich mir heute Morgen extra noch schnell diese beiden T-Shirts geholt, um das Ganze mit euch zusammen auszuprobieren. Und ja, ich kann euch ja an der Seite auch einfach mal so ein TikTok von jemandem einblenden, damit ihr wisst, worum es geht, was wir heute machen werden. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Fliederfarbenen an, denn das Schwarze, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob das klappen wird. Das ist wirklich ein absoluter Try. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ach so, genau, falls man hier irgendwie mal eine Marke oder so sieht, alles unbezahlte Werbung. Man wird auch natürlich nachher sehen, was ich quasi für so ein Bleachingmittel habe. Alles, was ihr hier seht, ist unbezahlte Werbung. Ich wollte es nur noch mal kurz gesagt haben. Deshalb würde ich sagen, ziehen wir mal ganz kurz dieses Shirt an und wechseln von diesem dann auf das andere. Also, so, das Shirt ist jetzt an. Hier haben wir jetzt das lilafarbene Shirt. Und jetzt geht es natürlich nicht so einfach, dass man einfach hier irgendwie einmal einen Eimer fallen lässt und dann hat man das richtige Shirt. Sondern wir brauchen dafür noch ein, zwei kleine Hilfsmittel. Und die hole ich jetzt mal schnell. Genau, was ich nochmal kurz dazu sagen wollte, ich habe jetzt hier um mich herum alles so ein bisschen ausgelegt. Ja, mit so ein bisschen, ja, einfach solchen kleinen Tüten und so weiter, damit man einfach nicht den Boden irgendwie nachher voll bekleckst und so weiter. Weil da muss man ja auf jeden Fall, glaube ich, auch echt vorsichtig sein. Ich bin wirklich gespannt, ob es klappen wird. Hier haben wir auf jeden Fall so ein paar Gummis, weil meistens zieht man die dann ja irgendwie so schön zusammen, dass man irgendwie eine coole Batik-Optik bekommt. Und dann habe ich hier so einen Bleaching-Powder. So sieht das jetzt aus. Wie gesagt, alles unbezahlte Werbung. Wirklich nur das, was ich jetzt hier benutze. Das muss man, also das ist jetzt noch so ein Pulver. Das muss man, glaube ich, noch mit ein bisschen Wasser, ich glaube sogar heißem Wasser anmischen, glaube ich. Und dann müssen wir uns vorher mal überlegen, wie wir dieses Shirt hier irgendwie zusammenrollen wollen. Was ich oft gesehen habe, dass die Leute so eine Gabel genommen haben und das dann so eingedreht haben. Das könnte man mal probieren. Oder man könnte es einfach so irgendwie zusammen machen. Das heißt, ich hole mir jetzt mal eine Gabel. Ich muss mir die ganze Zeit irgendwas holen, ihr seht. Perfekte Vorbereitung. Aber ich mache es jetzt auch zum ersten Mal wirklich. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird oder nicht. Bin gespannt, ob es ein Fail wird oder ob es was richtig Cooles wird. Wir werden sehen. Und yes, genau. Ich hole mir mal die Gabel. So, ich mache euch nochmal kurz eine kleine Handyaufnahme dazu, damit ihr seht, was ich jetzt im Prinzip gerade mache, weil ich das schlecht gerade zeigen kann. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier so die Gabel und drehe das Shirt dann so drumherum die ganze Zeit ein. Und dann muss ich gleich natürlich ein bisschen dagegen halten, damit es ein bisschen besser aussieht. Aber so umdrehe und dann kommen da gleich die Gummis rum, nur dass ihr wisst, wie das ungefähr aussieht. Okay, unser Büschel Klamotten sieht jetzt so aus. Und jetzt machen wir da diese Gummis rum. Das sind einfach so normale Küchengummis. Ich glaube, die hat eigentlich jeder zu Hause. Bisher klappt es ja ganz gut. Okay, gut, so sieht das jetzt aus. Ihr seht, ich habe einmal so alles eingefasst rundherum. Und ich habe jetzt extra, wie gesagt, diesen Eimer geholt. Und jetzt muss ich gleich mal schauen, mit wie viel Wasser ich das so anmischen werde. Ich habe auch übrigens natürlich noch Handschuhe, weil ich glaube, Handschuhe sind da ganz gut, wenn man die benutzt. Und dann werde ich das einfach so ein bisschen, ja, mit einem Löffel vielleicht eintupfen oder so. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen hier mit Wasser vermengt. Und ganz verbunden hat sie es jetzt nicht miteinander, aber so einigermaßen, dass es noch so leicht körnig ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nur ganz dezent so groß, wie man es sehen kann. So. Und jetzt haben wir hier dieses Shirt. Das sieht so aus. Und ich würde sagen, ich packe das jetzt hier gleich mal so. Das könnt ihr dann ja auch noch ganz gut sehen. Und dann einfach mal mit dem Löffel drüber. Und dann gucke ich mal, ob sich was verändert. Ich hoffe jetzt kommt der entscheidende Moment. Und wir werden sehen, ob es ein Flop ist oder ob es was wird. Okay, und einfach mal drauf. Ich glaube, es muss ein bisschen einwirken. Also in der ersten Sekunde sehe ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also in der ersten Sekunde, ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen einwirken muss. Ich glaube aber schon.
Weil auf TikTok ist ja immer kommen 24 Stunden wieder, um dir das Ergebnis anzuschauen. Okay, die eine Seite habe ich jetzt mal. Jetzt versuche ich nochmal mit der anderen Seite. Und für das andere Shirt habe ich gerade nochmal mein Dad gefragt. Wir haben da noch irgendwas, was mit Chlor ist, weil das ist jetzt ohne Chlor. Vielleicht liegt es daran, dass da kein Chlor ist, dass da nicht sofort was passiert. Und dann probieren wir es nochmal mit der anderen Chlorlösung oder mit dem Chlormittel aus. Okay, so sieht das jetzt aus. Wie gesagt, ich zoome euch da nochmal ein bisschen ran, damit ihr es gleich besser sehen könnt. Und das lege ich jetzt hier einfach mal in den Eimer. Hier ist auch noch ein bisschen was an anderem. Okay, jetzt haben wir hier dieses Shirt und ich habe jetzt noch meine restlichen Gummis. Und jetzt drehen wir das wieder so ein, wie wir das eben gemacht haben. Das heißt, einmal wieder hier in so eine Art Spirale. Und jetzt ist die Spirale auch fast schon fertig und jetzt drehe ich noch den Rest so ein bisschen selber auf, damit es nicht ganz hundertprozentig ordentlich wird. Und jetzt einfach wieder die Gummis drum. Und jetzt machen wir es mit dieser Chlorbleiche und gucken, ob es dann nochmal einen anderen Effekt ergibt. Ich bin halt vor allem gespannt bei Schwarz, weil Schwarz, ich glaube, das verfärbt sich gar nicht. Ich weiß, ich glaube, das wird sogar rot. Deshalb, ich glaube, Schwarz könnte richtig heftig krass aussehen. Okay, so sieht das jetzt aus. Wir haben das jetzt hier einfach mal so drauf gemacht. Und jetzt warten wir einfach mal ein bisschen und schauen, inwiefern sich da mit der Sonne noch was verändert. Ich glaube halt, wie gesagt, immer, dass es so ein bisschen dauert, gerade beim Bleachen. Und dann halt nachher noch die andere Seite. Okay, oh mein Gott, Leute, man sieht einfach jetzt gerade schon die ersten Ergebnisse in den ersten paar Sekunden. Das sieht richtig heftig aus. Ich zeig's euch jetzt mal. Okay, und zwar kann man jetzt das hier schon ganz leicht sehen, dass sich das hier schon teilweise so ein bisschen orange verfärbt. Also ich glaube, das braucht jetzt so ein bisschen seine Zeit. Wie gesagt, wir haben erstmal die eine Seite gemacht und dann muss nachher natürlich noch die zweite Seite hinterher. Und yes, genau, sieht auf jeden Fall, finde ich, schon mal sehr, sehr cool aus. Ich denke mal, mit der Zeit kommt da auf jeden Fall nochmal so ein bisschen diese Batik-Optik rein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Also ich glaube, es klappt besser als mit dem anderen, was ich euch eben gezeigt habe. Okay, so, es wäre ja nicht eines meiner Videos, wenn nicht irgendwas schief gehen würde. Und zwar, ja, wie ihr vielleicht am Himmel schon so ein bisschen sehen könnt, es fängt gleich an zu regnen. Deshalb haben wir jetzt einmal die T-Shirts einfach vorne auf den, oder unter den Gartentisch gestellt und dann stehen quasi so die Stühle zum Schutz drüber. Aber wir haben jetzt gerade nochmal die andere Seite quasi, ja, nass gemacht mit diesem Zeugs. Also wir waschen das gerade ein bisschen aus, falls wir einige Zeit, Stunden draußen und es stinkt gerade so, so krass hier. Glaubt ihr mir gar nicht. Ja, aber auf jeden Fall sieht es schon mal ganz cool aus. Werde ich aber nachher noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil irgendwie so ganz easy war es dann irgendwie doch nicht. So, jetzt ist auf jeden Fall schon was raus und dann muss es natürlich nochmal richtig gewaschen werden, damit auch halt wirklich die Chemikalien alle raus sind. Okay, also das habe ich jetzt auch gerade reingeholt und das sah echt nicht cool aus. Deshalb haben wir es nochmal neu gemacht. Und jetzt haben wir es so gemacht, weil die Wickeltechnik hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Deshalb haben wir es jetzt einfach mal ganz anders zusammengeknollt. Weil irgendwie finde ich das andere, das haben wir ja auch, das hat jetzt auch nicht so unbedingt das heftigste Muster. Aber ich finde das richtig cool, wenn das einfach so ein bisschen durcheinander ist. Aber ihr seht, hier, man kann es auf jeden Fall sehen, es hat schon mal ganz gut funktioniert. Und ich glaube, mein Dad wird gerade auch noch das andere. Das andere, das haben wir jetzt ausgewaschen und so weiter. Das andere sieht jetzt so aus. Ich zeige euch das gleich nochmal angezogen. Aber ihr seht auf jeden Fall schon mal, jetzt sieht man irgendwie nur so einen Knäuel. Aber ich zeige euch das gleich angezogen, wie es wirklich aussieht. Yes, aber es hat auf jeden Fall sehr krass funktioniert. Aber es war viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit sogar. Also ich glaube, wir sind mittlerweile seit 3 Stunden dabei. Es war echt aufwendig. Also so sieht das erst aus. Das ist jetzt alles noch nass. Das muss jetzt gerade mal gewaschen werden. Ich zeige es euch dann nachher angezogen. Ich finde das Muster richtig, richtig schön. Hinten ein bisschen weniger, aber vorne wieder ein bisschen mehr. Weil ich finde, hinten muss gar nicht so viel drauf sein. Und dann haben wir noch dieses hier, das für Muster finde ich auch richtig cool. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, welches euch vom Muster her besser gefällt. Das ist hier so wirklich so ein richtig buntes Ding und hier auch nochmal so sieht die Rückseite aus. Und ich bin wirklich gespannt, wie es gleich ganz gewaschen aussieht. Auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ich habe nicht gedacht, dass das so funktionieren wird. Ich habe es ja immer gesehen im Internet, aber auf TikTok, da sieht das alles immer viel einfacher aus. Gut, es war auch nicht so einfach, wie das da teilweise dargestellt wurde. Ja, aber sehr, sehr cool. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht und hier seht ihr das Ganze schon mal. Ich würde sagen, ich zeige euch zuerst mal das schwarze Oberteil oder das, ja, schwarz-orangene Oberteil und so, hier haben wir jetzt einmal das Oberteil und ihr seht hier als kleine Besonderheit, es steht noch Ninimi drauf, haben wir noch drauf gemacht und ihr könnt mir einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht mal Lust hättet, dass ich tatsächlich mal solche Ninimi-Shirts mache, also schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare und jetzt, ich muss sagen, ich mag es sehr gerne, so sieht es übrigens nochmal von hinten aus und yes, ich bin absolut in love und würde sagen, wir schauen uns jetzt gerne mal das lilafarbene an, beziehungsweise das sich jetzt auch sehr, sehr krass verändert hat. Also hier genau dieses Muster und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt lilane Oberteil. Und auch hier haben wir Ninimi drauf gemacht
Und jetzt, genau, ich kann euch ja noch mal ein bisschen ranzoomen. Dann könnt ihr noch mal genau das Muster sehen. Yes, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und jetzt zoome ich euch mal hier kurz wieder raus. Ja, perfekt. Und jetzt, genau, ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu den Teilen gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie ihr die Teile so findet. Und ja, genau, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach unten, wie ihr mögt. Und hier könnt ihr jetzt sehr gerne noch meinen Kanal abonnieren und die Glocke dazu natürlich aktivieren. Und hier findet ihr eines meiner letzten Videos. Schaut euch das auch sehr, sehr gerne an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und sage ciao und goodbye.